überwältigend nämlich. Warum ist das so schwer, den Zauber des Anfangs zu wahren? Was hat nicht alles beseelt angefangen? Meine erste Wohnung zum Beispiel. Das war ein 50er-Jahre-Schuhkarton in einer lauten Straße. Aber es war meine. Also ein Palast. Meine ersten Jobs, meine ersten Auftritte. Was hatte ich für ein aufgewecktes Publikum? Wie sehr haben mich Landschaften geprägt? Das erste Mal das Meer sehen, das war ein Erdrutsch. Natürlich ist das Meer immer noch toll, aber es ist halt auch sehr viel Wasser. Das erste Mal die Berge, das Alpenglühen. Das erste Mal Paris, Venedig, Prag, Island. Das erste Mal Langenhagen. Pina Bausch, Sigi Zimmerschied. Der erste Film von Fellini. Das erste Buch von Thomas Bernhard. Das erste Mal Matthäus Passion. Ich stand nachts kerzengerade im Bett. Ja, natürlich ist das alles immer noch toll, aber es ist anders. Es ist irgendwie weit wecker. Wie sehr liebt man sein Kind in den ersten Sekunden? Nie, habe ich gedacht. Nie wird mir dieser kleine Mensch fremd sein. Nie werde ich ungerecht sein, laut. Selbst von meinem Mann habe ich mit Sicherheit gedacht, dass er mich nie nerven wird. Ich war doch nicht bekifft. Das muss doch noch irgendwo sein. Man verlässt doch eine Zeit nicht, indem man in eine neue tritt. Nur wenn das nun also stimmt, dass beides stimmt. Das Schöne und das, sagen wir mal ganz behutsam, das vielleicht nicht ganz so Schöne. Wobei man ja leider Letzterem sehr oft den Vortritt überlässt. Dann könnte man doch einfach mal die Uhren auf Anfang stellen. Auf Glück sozusagen. Und wenn es mal nicht ganz so schön ist, dann tut man einfach so. Schlechter wird es bestimmt nicht. Verzeih mir meine, ich verzeih dir auf der Stelle deine. Wer der Welt nicht mal in Worten sagen kann, was er sich von ihr wünscht, der klage sie nicht an.